Greenhouse irgendwann einmal eine Liste mit möglichen Zulathemen aufgehängt hat, an schwarzen Brett, dasselbe Ort, wie sie auch heute noch dastehen, ja, hätte ich heute kein Diplom, würde ich heute nicht hier vorne stehen. Also, es hat eine zweimalige Verwendung, als wir Herrn Wienhaus verabschiedet haben, vor fünf Jahren, da war diese Ansicht zu sehen. Und jetzt wollte ich nochmal eine Verwendung zuführen, weil er es ja nicht mitgenommen hat. Es liegt hier weg. Und jetzt trage ich ihm das nach. Also ich gebe keine Ruhe. Und es sind ja heute noch mal mehr Leute da. Ich würde Sie auch bitten, dann ganz zum Schluss in der linken Hand eine Olive, in der rechten ein Stift. Wer es sich verewigen möchte, der möge das hier nur drum tun. Ich danke Ihnen, lieber Herr Wittmüller, für diesen hübschen Einstieg. Ich danke Herrn Schmeil für seine lobenden Worte auf mein kleines Werk, was ich hinterlassen habe hier. Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen allen, dass Sie zu diesem Anlass heute gekommen sind. Ich hatte im letzten Jahr mir einen großen Wunsch erfüllt, dass ich hier in Venedig eine Wohnung gemietet habe und dort einige Zeit gelebt habe. Ein Viertel, das weitgehend von Einheimischen bewohnt war, also nicht irgendwo in einem Hotel mitten in der den Trubel der Touristen. Und vielleicht in den hinteren Reihen denkt man fast, es ist mein Foto. Der oder die Piazza San Marco, der zentrale Platz in Venedig mit den Prokuratorien, der Bibliothek von San Marino und dem sicherlich dem bekannten Markusdom, den sogenannten Campanile. Und rechts sieht man da so ein wenig hinein, Luken, den Dogenpalast. Dieses Bild etwa 1750, 60 wurde gemalt, gibt etwas wieder, was wir heute eigentlich auch noch haben. Und das ist phänomenal in Venedig, dass wir Bilder sehen, die Städte sind, die sich nicht verändert haben. Wenn wir hier eine riesengroße Kirche, St. Maria della Salute, die wurde also gebaut, als Dank, dass die Pest in Venedig aufgehört hat, zu Ende gegangen war. Das ist also eine Kirche, 100 Jahre vorher entstand diese Kirche aus gleichem Anlass. Also Venedig war immer wieder von großen Pestepidemien, wie aussieht. Nein, da haben wir noch eins dazwischen. Das ist also jetzt diese Santa Maria della Salute mit diesen Schneckennudeln hier, das ist da oben sehr charakteristisch. Und wie gesagt, das ist sozusagen der Eingang des Canal Grande, also der Hauptstraße von Venedig, beziehungsweise man kann das umgekehrt sehen, das ist sozusagen der Zugang zu der sogenannten Lagune, also dem Meer, was dann vor Venedig liegt. Das sieht also heute so aus. Und wenn wir das auch nochmal von einem anderen Maler sehen, William Turner, der im Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat, der also solche in dieser Zeit, Oktober, November, ist das ganz besonders reizvoll in Venedig. Und so sieht also das Gebäude heute immer noch aus, muss man sagen. Allerdings sehen wir jetzt, der Blick eines Malers ist nicht unbedingt der Blick, der ein teleskopartig zusammenzieht. Und deswegen haben wir also hier so viele Objektivblick auf diese beiden Gebäude. Aber sie stehen eigentlich genauso da, wie sie entstanden sind. Und letztlich, das Letzte, was ich Ihnen zeigen möchte hier, sozusagen als ein wenig als Einstieg in die ganze Geschichte, das ist ein Blick auf San Giorgio Maggiore, eine Kirche, die vor dem berühmten Architektenpalast sieht, sie im Grunde genommen keinen Unterschied. Das Einzige, wenn man hier genau hinguckt, merkt man, dass das Wasser ein bisschen höher steht. Ja, schauen wir gerade mal zurück. Wenn Sie den Bogen dort sehen, der weniger rechts an dem Gebäude, der ist jetzt hier also schon leicht eingesunken. Ein Thema, da kommen wir aber sowieso noch drauf. Ja, die Lagune ist das eigentliche Wichtige von Venedig. Ja, das
durch den Wellenschlag der Boote, die also eine permanente Beeinträchtigung der ans Wasser ragenden Fassaden mit sich bringen. Es ist, die Fundamente gefährden, wo so eine Muse oder M-O-S-E-E auf Italienisch, also Modulo Sperimentale Elettromeccanico, das heißt so viel wie experimentelles Modul, elektromechanisches Modul. Damit versucht man nun hier diese Zuflüsse, das schauen wir uns hier gerade mal an, hier haben wir diese drei Eingänge, Eingangsmöglichkeiten in die Lagune, versucht man nun durch ein technisches Projekt, versucht man also das Zulauf von Meer, das Hochwasser in der Stadt aufzuhalten. Man hat also große stählerne Hohlkörper auf dem Meeresgrund versenkt, in diesen Ausfahrten, die wird also dann unterirdisch, liegen die also hier drin, diese Module der Lagune und dem Biotoplagune möglicherweise schaden könnte, aber das weiß man nicht, also es gibt da widersprüchliche Aussagen dazu. Jedenfalls wird das im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Markus Dom, der damals noch kein richtiger Dom war, und das war mir die Hauskapelle des Dogen, des obersten Venezianers gewissermaßen, wurden dann dort in dieser Kapelle in der Krypta untergebracht. Wie hier diese Reliquien in den damaligen Markusturm gebracht wurden. Venedig hat jetzt immer eine sehr starke Verbindung mit Byzanz. Es war sozusagen im byzantinischen Herrschaftsbereich und haben dann also sich sozusagen in dieser byzantinischen Schirmherrschaft sehr wohl gefühlt und entwickelt. Und wir sehen das dann auch, dass das auch in der Kunst und speziell in der Architektur auch sichtbar wird. Aber auch solche Freundschaften halten ja nicht immer ganz immer und es gibt verschiedene Interessen. Und jedenfalls kam es zum Zerwürfnis zwischen Konstantinopel. Sehende hier, die steht also, wer schon mal in Venedig war, hat es sicherlich gesehen. In der Fassade des Markusdoms, das sind vier, eine Quadriga, vier bronzene Pferde, die man immer annahm, aber die sind tatsächlich aus Kupfer und vergoldet, hat man das später festgestellt, die also dort stehen, die eine, auch wiederum eine sehr interessante Geschichte haben. Die kommen, die Westfassade, die Nordseite, und hier links sehen wir nochmal so einen Ausschnitt. Weswegen ich das zeige, ist zum einen, das wirkt ja so ein bisschen exotisch, nicht? Das hat ja für unsere normale europäische Architektur aus der Zeit, die kennen wir eigentlich nicht so, höchstens in Anklängen. Man muss sich jetzt Folgendes vorstellen, diese Fassade ist gewissermaßen aus Beutestücken, die man aus Konstantinopel mitgenommen hat, also Säulen, Skulpturen, Mosaiken, Reliefs. Solche Reliefs beispielsweise aus Byzanz hatte man hier, ganz byzantinische, sehr schöne, große Arbeiten, die man dann in die Fassade eingelassen hat. Wir machen einen weiteren Sprung, nur so, dass Sie so ganz klein wenig eine Vorstellung haben, was da auch sozusagen geschichtlich dahinter steckt. Es ist leider ein Wimmelbild, auf dem man wenig das war aber auch so. Das, was hier wiedergegeben ist, ist die Schlacht von Lepanto. Das war eine ganz wichtige Schlacht, die eine Schlacht 1571